trage ich ab sofort jeden Herbst. Schwarz-Weiß-Beige. Fragt, woher der ist und ich habe den... Ich bin in love. Richtige Muni-Hack. Ugg Boots. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich wechsle gerade so wieder ein bisschen in meinen Kleiderschrank durch. So, die wärmeren Sachen kommen wieder nach vorne, die kürzeren Sachen kommen wieder ein bisschen nach hinten. Und dabei ist mir wieder so aufgefallen, habe ich eigentlich alles jetzt für den Herbst und für den Winter? Weil manchmal kommen dann so Fashion-Trends, die ich richtig cool finde. Und dann denke ich mir, oh, das will ich jetzt halt haben. Jetzt muss ich jetzt ein bisschen aufstocken. Und irgendwie bin ich dann meistens aber erst Ende der Saison dran. Und dann ziehe ich es erst im nächsten Jahr an. Deswegen dachte ich, mache ich euch ein Autumn-Try-On-Haul. So diese Fashion-Must-Haves, meiner Meinung nach, für den Herbst, aber auch schon so ein bisschen in den Winter rein. Dinge, die sich für mich einfach all die Jahre wiederholen, die ich all die Jahre richtig gerne anziehe und die ich auch finde, die man einfach gut zu allen möglichen Trends auch irgendwie mit kombinieren kann, falls da irgendwie so neue Infos rauskommen. Man findet die so nice und möchte die auch ausprobieren. Man muss sich ja nicht ständig immer neue Sachen kaufen, aber ich finde, wenn man einmal so ein paar Basic Must-Haves hat, kann man die immer wieder richtig cool kombinieren. Den Pulli, muss ich aber ehrlich sein, habe ich mir neu gekauft und den finde ich auch echt super. Den trage ich ab sofort jeden Herbst. Damit das Ganze nicht so durcheinander wird, würde ich sagen, starten wir erstmal mit den normalen Klamottenoberteilen. All die Jahre wieder sieht man überall Cardigans und ich hatte schon oft Cardigans, die ich gefühlt nie getragen habe, weil sie einfach, ja, nicht zu so vielen Sachen gepasst haben. Habe da jetzt aber so, ich sage jetzt mal, ein Modell gefunden, das ich sehr gerne habe. Das habe ich einmal in Grau und auch einmal in Hellen. Hell ist es gerade auch noch in Wäsche. Das sind halt solche, die so... ja, bis zur Hüfte lang sind, nicht so super lang, weil man die manchmal auch nicht so gut mit Baggy Jeans kombinieren kann. Zumindest finde ich das nicht so nice. Und dann habe ich mich richtig in solche hier verliebt. Kann man immer mal kurz drüber ziehen, falls es dann doch noch ein bisschen kälter ist, wenn man gerade in dieser Übergangszeit ist. Jackentechnisch trage ich aber auch sonst auch gerne solche Blazer. Das ist jetzt so einer aus Kunstleder, aber es gibt ja auch welche normal aus Stoff. Habe ich auch in hell und dunkel, weil... die sind halt einfach ein Must-Have. Man sieht mich eigentlich nur mit diesen Dingern. Weil sie halt locker sind, sie pimpen immer so ein Outfit so elegant hoch. Und man sieht sie alle Jahre wieder bei diesen ganzen coolen Fashion-Blogger, die so geile Outfit-Inspos liefern. Ich habe immer gedacht, das ist mir alles ein bisschen zu schick. Aber wenn man das cool kombiniert, kann es auch richtig lässig wirken. Wichtig ist mir bei denen aber immer, dass die nicht zu eng geschnitten sind. Nicht zu krass figurbetont, sondern eher ein bisschen mehr oversized sitzen. Und da muss man halt einfach den richtigen Schnitt der Jacke finden. Auch so zum Überziehen finde ich immer solche halben Pullis ganz cool, die keine Ärmel haben, weil man kann halt jegliches T-Shirt drunter ziehen, Langarm, man kann aber auch einen Pulli drunter ziehen, man kann aber auch eine Bluse drunter ziehen und das kann man in so vielen verschiedenen Arten einfach cool kombinieren. Als ich den hier gekauft habe vor ein paar Jahren, dachte ich mir so, okay, irgendwie voll das Special Muster, ich bin eigentlich basic und trage nicht so viel mit Mustern. Und habe da mal ein bisschen rumprobiert, wie ich das halt kombinieren kann. Und mittlerweile ist der nicht mehr wegzudenken. Und auch da setze ich eher auf Designs und Schnitte, die einfach ein bisschen mehr oversized sind und nicht ganz so eng sitzen. Und genau darunter ziehe ich gerne meine Bluse an. Das ist mal eine schickere Bluse, mal eine einfachere Bluse. Ich habe jetzt so ein bisschen das Bedürfnis, eine längere Bluse mir mal zu holen, dass die auch so unten richtig schön rausguckt, auch wenn man Pulli oder so anzieht, weil ich mag den Stil auch, wenn man eine Bluse einfach unter einem Pulli kombiniert. Das gibt halt einfach den ganzen nochmal einen ganz anderen Look oder manchmal, wenn man das nicht einfach über einen Rock drüber hängen lässt, sondern unter dem Rock, sodass es mehrere Lagen hat, finde ich, sieht richtig, richtig schön aus und ist einfach so ein Basic Go-To, weil man kann ja auch eine Bluse einfach mal so zu Festlichkeiten irgendwie tragen, aber man kann es halt auch mit so Überziehern ganz cool kombinieren. Strickpullovers sind für mich ein Must-Have, so wie dieser jetzt hier, aber ich mag auch ganz gerne die in Beige und den habe ich mir tatsächlich erst letztes Jahr gekauft oder Anfang dieses Jahres, ich weiß es nicht genau, weil ich hatte immer so eine in Beige, den ich immer getragen habe und er war gefühlt nur in Wäsche, weil ich den wirklich rauf und runter getragen habe, weil ich so, oh, ich finde... ziehst halt einfach eine Hose dazu an und es sieht halt toll aus, weil dieses Strickmuster halt so viel hergibt und die sind halt auch noch so super bequem und flauschig. Und da habe ich mir den dann halt noch neu dazu gekauft, weil der mir auch noch so ein bisschen Skifahr-Vibes gibt, wenn man abends zusammensitzt vom Lagerfeuer und keine Ahnung, Karten spielt oder so. Und der ist halt auch richtig top. Den habe ich jetzt mal nicht so krass in Oversize genommen, weil der andere schon ziemlich in Oversize ist. Und ich mag das da bei dem tatsächlich auch mehr, dass das ein bisschen figurbetonter sitzt. Die gibt es auch in den unterschiedlichsten Ausführungen. Von allen möglichen Marken. Ich habe den jetzt, ich glaube, von Vera Moda. Nee, Mango. Ist doch das Zeichen für Mango, oder? Ich will ihn nicht missen. Der hier wäre jetzt noch so eine Oversize-Variante, aber der ist schon wirklich sehr, sehr Oversize. Den finde ich auch so toll, auch weil er einfach so kuschelig ist und nicht so krass fusselt, wie er jetzt aussieht. Und der kratzt auch nicht. Das ist das Wichtigste. Ihr müsst wirklich immer den Kratztest machen. Wenn ihr Strickpullover irgendwie kaufen wollt, probiert sie wirklich an. Das ist, auch wenn ihr denkt, ach, die sitzen schon irgendwie perfekt. Anprobieren, anprobieren macht's aus.
Oh mein Gott, ich habe da gerade einen Krannen drin. Wisst ihr, was Krannen sind? Für Tiere absolut gefährlich. Zum Glück lebt hier kein Tier. Ihr habt mich auch schon so oft gefragt, woher der ist. Und ich habe den bei Asos bestellt. Ich habe jetzt gerade gesehen, der ist von Topshop. Aber der war schon ausverkauft. Ich weiß nicht, ob der mal wieder kommt, weil den habe ich einfach schon seit Jahren. Das ist halt auch genau das, was ich meine. Man kann es halt immer, immer wieder tragen. Und jedes Jahr, wenn ich den anziehe, fragt ihr mich halt, woher der ist. Weil es halt einfach so ein geiler Hoodie ist, der zeitlos ist. So normale Sweatshirt-Pullis gehören für mich aber auch voll dazu. Und ich habe vor allem auch mittlerweile die mit diesem Reißverschluss voll für mich entdeckt. Weil ich es dann auch mal cool finde, wenn man so ein, wir nehmen alles Rollkragen. T-Shirt drunter trägt, was so ein langem ist, wenn man auch unterschiedliche Farben hat und man die oben noch so rauszieht. Ich feier ja diesen Stil. Ich liebe diesen Look und auch, dass Schichten einfach nicht mehr unbequem und hässlich ist, sondern einfach cool und stylisch aussehen kann. Also als Kind fand ich immer so Lagen tragen ganz schlimm. Mittlerweile, ich liebe es. Der ist jetzt von Teveo, der kam auch relativ neu raus, die Farbe. Wenn ihr das Video seht, müsst ihr es denen aber geben. Mit meinem Code Nicole10 gibt es immer 10% bei Teveo. Könnt ihr euch so viele Teveo-Hoodies zeigen, weil die trage ich halt wirklich auch rauf und runter. Aber hier ist kein Placement, ja. Ich trage im Herbst nicht so oft Kleider, was eigentlich sehr schade ist, weil auch die kann man cool kombinieren mit einem coolen Trenchcoat oder so. Ich habe jetzt keinen Trenchcoat mit in das Video genommen, aber ich denke mal, Trenchcoat ist ein Basic, dass das ein Must-Have ist. Ich kann hier mal ein Bild einblenden, das ist so mein Basic Must-Have von Trenchcoat. Ich liebe den auch. Den habe ich bei Asos auch mal bestellt. Der ist aber von Bershka. Der ist aber ausverkauft. Also hier auch schon wieder, sorry. Ich war auch nach Jahren mal wieder im H&M drin. Also ich habe gefühlt keine Klamotten von H&M, weil mir da lange nicht mehr der Stil gefallen hat. Aber die haben halt coole Basics. Und die hatten dieses Basic-Kleid in Braun. Und ich fand den Ton einfach so schön. Und dass das so ein samtig leichter Stoff ist, wo es dann halt auch in dieser Übergangszeit einfach nicht so heiß ist. Aber über den man halt auch andere Sachen cool kombinieren kann. Wie zum Beispiel diesen halben Pulli irgendwie. Das sieht halt so geil aus und dann geile Overknees dazu und der Look ist gerockt und es ist basic und es ist zeitlos und ich liebe genau sowas. Ist das jetzt irgendwann mal rübergekommen? Jetzt kommen wir zu den Unterteilen und da sind tatsächlich einige Röcke mit dabei. Auch wenn ich oft im Alltag früher nicht so oft Röcke getragen habe, liebe ich sie einfach zu kombinieren. Ich habe einmal so einen engeren Rock mit so einem Schlitz, weil ich finde, je nach Look, wenn es oben ziemlich baggy ist, finde ich so einen enger angelegenen einfach ein bisschen schöner, ein bisschen eleganter, manchmal auch mit Overknees dazu oder mit Doc Martens. Und ich freue mich gerade schon wieder, das alles bald anziehen zu können. Aber auch diese losen Röcke, ich liebe sie. Und vor allem habe ich so lange nach so einem beigefarbenen gesucht, weil ich trage einfach richtig viel Beige. Wenn ich irgendwann Mutter bin, nennt mich Beige Mom. Beige gehört einfach für mich zu so einem Standardsortiment, schwarz-weiß-beige. Das ist es bei mir, so ist mein Kleiderschrank aufgebaut, weil es ist halt einfach einfacher für mich zum Kombinieren und ich bin halt basic. Der hier war auch von Asos. Alles, was ich übrigens finde, noch irgendwie in meinen Bestelllisten, was es noch gibt, verlinke ich euch unten. Falls es nicht verlinkt ist, habe ich es nicht gefunden, gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Aber ihr findet eigentlich überall solche Sachen, weil das halt wirklich Basic-Teile sind. Das gleiche auch nochmal im Schwarz, das ist jetzt nicht besonders, ne? Das ist halt einfach der gleiche vom Prinzip in Schwarz. Den habe ich aber bei Stradivarius gekauft. Und einer meiner neuesten Ergatterungen, und da habe ich letztes Jahr die ganze Zeit danach gesucht und keine gefunden, sind diese Season-Röckchen, die halt hier einfach so Franzen haben, die auch so den Look machen, wie wenn man halt die Bluse so unten raushängen lässt. Und da hatte Subdued richtig viele, auch, also in Weiß richtig viele, mit unterschiedlichen so diesen Schaffungen. Der hat tatsächlich auch eine Hose drunter, was ich so angenehm finde, weil ich habe so oft Angst, dass mein Hintern bei, ja, Rücken rausguckt. Und ich ziehe zwar eigentlich immer drunter eine Sportleggings oder so, aber manchmal sieht man dann so Abdrücke oder so, na, finde ich nicht ganz so cool. Aber bei dem ist es halt perfekt gelöst und ich werde auch gleich noch ein Insta-Autumn-Reel-Outfit drehen und da werde ich den auf jeden Fall anziehen. Jetzt auch mit dem Pulli so im Kombi. Bin in love. Wir kommen auch schon zu den Hosen. Und dadurch, dass es ja noch nicht so super warm ist und im Herbst werden wir noch keine Strumpfhose unter unseren normalen Hosen ziehen. Bitte nicht. So kalt darf es da noch nicht werden. Stoffhosen. Stoffhosen und ich. Hey, Alter, die sind super bequem. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass man die halt manchmal bügeln muss, ne? Ich bügele sie trotzdem nicht. Also ihr seht mich immer mit ungebügelten Hosen, aber ich bin da einfach zu faul für. Aber ich finde die so schön. Vor allem, wenn sie oben halt einfach so am Booty und so gut sitzen und nach unten schön locker fallen. Und da kann man auch coole Boots zu anziehen. Und das einfach richtig schön mit einem Pulli oder auch einer Bluse noch drunter kombinieren. Eine Jeans, die ich euch nicht vorenthalten möchte, ist meine absolute Favorite Jeans seit Jahren wieder, die ich beim, wie heißt es nochmal, About You Outlet App,
da gefunden habe. Das ist eine Mom's Jeans von Levi's. Die kann ich euch leider nicht verlinken, weil auf der Outlet-App sind die immer nur so begrenzt von der Stückzahl. Die sitzt aber perfekt. Die ist nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt. Deswegen halt einfach perfekt für den Herbst. Und bevor wir weiter zu den Schuhen gehen, zeige ich euch noch kurz so zwei Accessoires, die ich nicht mehr missen möchte. Zum einen wollte ich euch eigentlich mein Haarband zeigen, aber ich finde es nicht mehr. Ich habe es über den Sommer anscheinend verloren. Also diese Stoffarmbänder, ich kann euch ja mal ein Bild einblenden. Ey, die sind so toll. Wenn es ein bisschen windet, macht es ein bisschen über eure Ohren. Es fühlt sich tausendmal wärmer an und ihr fühlt euch nicht so, als hättet ihr gerade so eine fette Kapuze, Mütze irgendwie auf. Was für mich auch ein Life-Changer waren, waren Stulpen. Meine Mom wollte mich früher mal dazu zwingen. Ich finde die immer scheiße hässlich, aber vielleicht hat meine Mom die auch mir einfach falsch angezogen. Aber Stulpen sind cool, Leute. Und die halten richtig schön warm an den Füßchen. Also falls ihr mal wieder kurze Söckchen tragt oder so, dann sind die einfach nicht nur schön, sondern die sind halt auch super praktisch. Und ich finde vor allem für so süße Looks, da runden die den Look nochmal so perfekt ab. Ich werde euch gleich nochmal Schuhe zeigen, zu denen ich diese Socken meine. Also jetzt hoffe ich, ich ziehe jetzt immer nur mit Fußfetisch an. Aber ich finde diese Socken so super süß, weil die halt hier oben diese Schnörkelungen haben. Und wenn die so ein bisschen aus dem Socken rausgucken, es ist so ein süßer Look. Es gibt mir so, nennt man das nochmal, Internat-Vibes, so Schuloutfit. Finde ich hier nicht sehr süß. Kommen wir zu den Schuhen. Genau zu diesen hier meine ich diese Socken. Das sind halt einfach so halbe Schuhe. Meine Mama hat gesagt, das sind Omaschuhe, wieso trage ich sowas? Ich finde es aber cool, dass die in den Trend gekommen sind, weil es einfach mal so halbe Schuhe sind. Nicht Sneaker, aber auch keine richtigen Boots, die ich trotzdem einfach elegant, bequem und chillig finde. Und die auch mit so Anzugshosen in Kombination oder auch mit einem Rock. Oh, ich finde das so, so schön. Die sind von Marco Tossi. I'm so sorry, falls es irgendein Designer ist, ich habe es falsch ausgesprochen. Habe ich mir auch bei About You bestellt und ich will sie nicht mehr missen. Sie sind so wunderschön. Fühlt euch nicht so, als würdet ihr Omaschuhe tragen, wenn ihr die anzieht. Es sind keine Omaschuhe. Außer eure Oma hat Style. Ein bisschen dreckig von der letzten Saison sind meine UGG Boots. Fake UGG Boots, weil wir supporten keine UGG Boots wegen, ne? Echtfell. Auch bei allen Pullis achtet darauf, dass es einfach kein Echtfell ist. Wir müssen nicht unnötig irgendwelchen Tieren schaden, nur weil wir schön aussehen wollen. Deswegen habe ich mir auch lange keine UGG Boots gekauft, weil ich einfach keine schönen gefunden habe, die fake waren und die bequem waren. Und habe dann irgendwann von euch die Empfehlung bekommen, ich soll mal auf Amazon schauen. Und da habe ich die tatsächlich auch gefunden. Und ich finde die super bequem und alles. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Nummer größer bei denen zu nehmen. Die sind jetzt halt einfach noch ein bisschen dreckig. Aber auch die in Kombination mit Stulpen. Ich liebe es. Wenn wir schon bei Tierprodukten sind sozusagen in Fashion. Ja, Doc Martens. Ich besitze Doc Martens. Ich finde aber die Herstellung von Doc Martens nicht gut. Wieso besitze ich doch welche? Ich wollte natürlich, ne, Fashion folgen, weil ich die cool finde, aber ich wollte kein Tier schaden. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die gebraucht zu kaufen auf Vinted. Das war ja noch so eine andere Option für mich persönlich, auch wenn ich sie jetzt heutzutage unter den Bedingungen nicht mehr kaufen würde. Wieso, sage ich gleich. Erstmal, ich finde es besser, wenn man dann sowas unbedingt möchte und man möchte aber eigentlich die Industrie nicht so supporten, dass man sie halt gebraucht kauft, weil man damit nicht aktiv diese Firma unterstützt, sondern halt einfach etwas gebraucht aufkauft, wovon die Firma nichts hat. Also was dem Unternehmen nicht schon Boost gibt, weil damit tut ihr nicht aktiv diesen Verkauf anregen von diesen Boots, von den jeweiligen Sachen. Die waren ausgestellt als komplett neu, habe ich jetzt auch schon viele, viele Jahre und ich mag sie total gerne, würde es aber nicht mehr gebraucht solche Sachen kaufen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch keine Axt jetzt gebraucht, gekauft im letzten Jahr, weil ich halt einfach sage, selbst dann ist es doch ein bisschen komisch. Und ich finde halt auch, die kann man richtig schön zu allem Möglichen kombinieren. Ist für mich ein absolutes Must-Have. Ich trage die wirklich schon so ewig und die sehen noch so fucking gut aus, obwohl ich mit denen echt scheiße umgehe. Ich hatte die auf Festivals und alles an. Gibt es aber auch mittlerweile coole Fakes. Auch bei solchen Overknees achte ich natürlich immer drauf, dass es kein Echtleder ist, wenn ich die neu kaufe. So, auch bei denen, die sind kein Echtleder. Aber es ist tatsächlich echt schwer, schöne Boots, solche Boots zu bekommen, die nicht mit Echtleder sind. Also die Suche ist echt nicht so easy. Also ich stelle da immer einen Filter an, da kommen meistens so zwei Antworten pro Website. Ich denke mir so, okay, cool. Das sind meistens genau solche, die ich nicht suche. Die hier sind es aber allerdings. Ich habe die damals für ein Festival gekauft, weil ich flache wollte. Habe solche aber auch schon in hoch, die nicht ganz so lang sind. Aber gerade wenn ich irgendwie kürzere Sachen trage, wo ich finde, meine Beine sehen ein bisschen leer aus, finde ich solche Boots ganz cool. Vor allem, wenn ihr lange Socken drunter tragt, dann ist das besonders warm. Richtige Moody-Hack. Ihr wisst, ich bin Fan von Boots, deswegen hier nochmal ein paar Boots. Ihr könnt ja mal schauen, in was für einem Winter-Must-Have-Video oder vielleicht war das auch schon Herbst-Must-Have-Video,
wo ich die euch gezeigt hatte, besitze ich auf jeden Fall auch schon seit Jahren. Sehen dafür eigentlich auch noch... Okay, ich nehme alles zurück. Es sind Schuhe. Schuhe müssen getragen werden. Auch natürlich kein echtes Leder. Habe ich, glaube ich, auf ASOS bestellt. Und auch helle Boots durften halt einfach bei mir nicht fehlen. Weil, wie gesagt, wenn ich dann so ein beiges Outfit will, dann will ich halt auch eine helle Boots dazu. Deswegen bei mir gibt es nur die drei Farben. Schwarz, weiß, beige. So, und das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, ich konnte euch die eine oder andere Inspo geben. Und vielleicht euch auch so ein bisschen einen kleinen Reminder geben, dass ihr schon genug in eurem Kleiderschrank habt. Vielleicht habt ihr schon vieles von diesen Basics. Und vielleicht kriegt ihr auch noch mehr Inspiration einfach, wie ihr die kombinieren könnt, weil oft haben wir einfach genug zu Hause, aber wir wissen nicht, wie wir uns kombinieren können. Ich kann euch nur empfehlen, schaut auf Pinterest vorbei, googelt da Herbst-Outfits, gibt es auf TikTok einen, auf Insta, schaut auf meinen Insta vorbei, ich poste auch immer wieder Inspos. Ich freue mich total auf die Herbst-Season und auf die ganzen weiteren Videos. Ich hoffe, ihr auch. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss und einen wunderschönen Tag.